Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus dem Studio, Freunde. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich weiß, ich habe mich jetzt etwas längere Zeit bei euch nicht gemeldet. Ich glaube, gut eine Woche oder so. Es wird sich jetzt wieder ändern. Ich bin wieder back. Ich habe wieder geile Ideen. Ihr habt es im Titel schon gelesen. Heute geht es um meinen Producer-Bereich. Und zwar will ich mit euch mal zusammen schauen, was ich aktuell in meinem Producer-Bereich investiert habe. Das heißt, wie viel Geld habe ich hierfür ausgegeben? Und bevor wir damit aber starten, Freunde, ihr habt schon gesehen, Laptop ist am Start. Warum? Es wird bald einen neuen Mix geben auf meinem Zweitkanal. Link findet ihr auch unten in der Beschreibung, falls ihr den Kanal noch nicht kennt. Ich habe wieder so geile Tracks gefunden, die ich jetzt in meinen neuen Mix einbauen werde, wie zum Beispiel diesen hier. Oder diesen hier. La Martina, sono tato. Vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. La Martina, sono tato. Io ho trovato invaso. Partigiano, portami via. Vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. Che mi sento di morire. Run. Und falls ihr das dann nicht verpassen wollt, wenn der Mix online ist, wie gesagt, schaut gerne auf meinem Zweitkanal vorbei, könnt ihr auch gerne abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ich habe mir jetzt mal eine kleine Liste hier zusammengeschrieben, wie viel was gekostet hat, weil ich habe jetzt alles nicht mehr im Kopf. Und falls ihr euch denkt, hey, was ist hier im Studio passiert, normalerweise stand der Tisch ja auf dieser Seite. Jetzt steht meine Couch da, es sieht zwar immer noch katastrophal aus, aber wir haben umgebaut. Flo war letztens bei mir, natürlich mit Sicherheitsabstand, Freunde. Tisch steht jetzt auf der Seite, das heißt, wenn der Flo mal da ist und arbeiten will, kann er sich hier hin chillen. Man sieht schon, seine Bulldosen sind auch noch am Start, also absolut crazy. Und genau auf der Seite habe ich mir einfach überlegt, die Couch hinzustellen. Hier hinten, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, hier stehen die ganzen Kartons von meinem Equipment, von meinem PC, von den Boxen. Mülleimer, alles noch kreuz und quer, das werde ich jetzt auch noch die Tage machen. Das heißt, die Couch wird noch komplett in die Ecke gestellt, falls ich mal Besuch habe, falls mal der Corona-Scheiß vorbei ist, dass sich hier Leute hinchillen können, wenn wir irgendwie einen chilligen Abend machen wollen. Genug geredet, Freunde. Wie gesagt, ich wollte euch noch kurz zwei Sachen zeigen. Einmal, die, wo es mitbekommen haben. Ich habe ja ab und zu einen Livestream auf meinem YouTube-Channel gestartet. Eigentlich wollte ich das eher auf Twitch machen, aber auf Twitch schauen mir immer nur so ein, zwei Leute zu. Auf YouTube schon ein bisschen mehr, deswegen will ich auch auf YouTube weitermachen. Ihr könnt trotzdem meinen Twitch-Account mal abonnieren. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und zwar habe ich mir Folgendes bestellt. Ich habe letztens versucht, Call of Duty Warzone zu zocken in dem Livestream. Und die, wo in dem Stream dabei waren, haben festgestellt oder wahrscheinlich gemerkt, dass ich übelst der Lappen bin, wenn es um Warzone geht. Also ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ich habe es versucht mit Maus und Tastatur. Ich habe sowas von versagt und deswegen habe ich mir überlegt, ich werde das Ganze mit einem Xbox-Controller zocken. Und da mein PC kein Bluetooth hat, habe ich mir einen Bluetooth-Adapter gekauft für 10 Euro. Funktioniert nicht, das heißt, ich werde es zurückschicken. Aber man sollte ja immer einen Plan B haben und deswegen habe ich das Ganze jetzt über Kabel verbunden, das heißt per USB-Kabel. Und das zweite, was ich mir bestellt habe, ist ein Kugelkopf. Und zwar habe ich mir hier einen Mikrofonarm bestellt, wo ich meine Kamera für die Livestreams positionieren will. Das Problem ist nur, ich müsste jedes Mal die Kamera hier drauf drehen, darauf hatte ich keinen Bock mehr. Deswegen habe ich mir einen Kugelkopf-Adapter oder wie man da sagt, bestellt, das heißt mit einer Schnellplatte. Ich schraube die an die Kamera, zack, hier drauf. Das Problem ist nur, ich habe hier ein falsches Gewinde. Läuft auch wieder bei mir. Deswegen muss ich mir jetzt noch einen Adapter kaufen. Und jetzt habe ich genug geredet, Freunde. Jetzt starten wir mit den Studiokosten bzw. Producerkosten, was ich aktuell investiert habe. Was ich aber noch klarstellen will, Freunde, weil es trotzdem immer wieder einen Zuschauer oder eine Zuschauerin gibt, die schreibt, hey, das ist doch alles von deinen Eltern und so weiter. Nein, ich arbeite hart dafür, ich habe mir das alles selber gekauft, bin auch stolz, dass ich das alles besitzen kann und besitzen darf. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit meinem Keyboard an. Könnte ich mich eigentlich gleich mal setzen. Ich habe hier ein M-Audio Oxygen 61 Tasten-Keyboard, das habe ich euch schon mal gezeigt. Also ich glaube, ich habe euch alle Produkte schon mal gezeigt oder ihr kennt es aus meinen Videos. Ich habe jetzt hier 8 Pads, benutze ich eigentlich gar nicht. Ich finde das Keyboard ziemlich geil. Da ich ja leider kein Keyboard spielen kann, habe ich mir so Notenaufkleber
aufgeklebt, die ziemlich geil sind. Das heißt, ich kann mich daran ein bisschen orientieren. Hier habe ich noch ein paar Sticker draufgeklebt, einmal Punisher und einmal mein Instagram-Name. Und ich bin mega zufrieden. Das Ganze hat, glaube ich, 160 Euro gekostet. Bevor ich mir dieses Keyboard gekauft habe, also am Anfang meiner Producer-Zeit, hatte ich ein Akai 25-Tasten-Keyboard. Es war mir halt nach einer Zeit ein bisschen zu klein, aber für den Anfang echt vollkommen ausreichend. 160 Euro, mega zufrieden, werde ich auch jetzt erstmal nicht upgraden. Man sieht sogar noch hier, ist die Folie noch drauf. Die bleibt auch hier noch drauf. Ein bisschen verstaubt ist es, aber es macht mega Spaß mit diesem Keyboard zu produzieren. Ich würde sagen, wir gehen mal gleich weiter zur Maus und Tastatur. Sowas wie Kabel oder Steckdosenleiste werde ich jetzt nicht drauf eingehen, weil das ist eigentlich sowas von uninteressant. Sollte auch jeder haben. Tastatur habe ich mir vor circa 4-5 Jahren gekauft. Ich bin echt noch zufrieden. Sharkbund Skiller Pro hat gekostet 25 Euro. Finde ich ziemlich cool mit der Beleuchtung. Also ich hoffe, man kann sehen, hier ein bisschen blau beleuchtet unter den Tasten. Macht mega Spaß damit, auch zu schreiben oder ein bisschen zu arbeiten. Hier hat man noch ein paar Einstellungen. Das heißt, hier könnte ich noch die Musik ein bisschen steuern, wenn ich irgendwie hören will. Play, zurück, vor, laut, leise, muten. Und die Lautstärke vom Anschlag ist auch voll okay. Also man hört es im Stream, finde ich aber jetzt nicht so schlimm. Ich lege jetzt nicht so großen Wert auf Hightech-Tastaturen. Ich will einfach damit schön schreiben können. Es soll angenehm sein, es macht Spaß. Dann gehen wir gleich weiter zu meiner Maus. Haben mich auch viele gefragt, welche Maus ich besitze. Ich habe die... Alter, ist die dreckig. Ich habe die Zelotes Custom Gaming Maus. Also, die besitze ich jetzt auch schon, lasst mich lügen, 3 Jahre oder so. Finde ich auch cool mit der Beleuchtung auf der Seite und auf der Seite. Die Maus liegt echt gut in der Hand. Und ich habe hier zum Beispiel an der Seite noch für meinen Ringfinger noch ein bisschen Platz. Also, es macht echt mega Spaß und damit kann man auch richtig geile Ego-Shooter-Games zocken. Hier habe ich noch ein paar Tasten zum Einstellen für irgendwelche Spiele oder was weiß ich, oder irgendwelche Shortcuts. Die Maus hat, glaube ich, gekostet 17 Euro oder so. Bin echt zufrieden, macht mega Spaß. Ist kabelgebunden. Wir machen weiter mit Bildschirme. Genau, machen wir Bildschirme weiter. Ich hoffe, das passt auch so mit den Aufnahmen, Freunde. Ich habe jetzt hier einen Samsung, lasst mich lügen, 27 Zoll Bildschirm. Den besitze ich jetzt auch schon 6 Jahre oder so. Das war auch mein allererster Bildschirm. Wurde ausgetauscht mit diesem Bildschirm, zu dem kommen wir gleich. Der hat mich damals, lasst mich lügen, 140, 150 Euro gekostet oder 130 Euro, irgendwie so. Ich finde das Bild auch vollkommen ausreichend. Ihr seht schon, Desktop ist auch wieder voll. Mein Hauptbildschirm, Leute, 32 Zoll, gib ihm von Samsung. Echt geiler Curved-Monitor. Hätte ein bisschen bessere Farben haben können, aber er tut, was er soll und bin mega zufrieden. Ich habe mir jetzt noch einen bestellt. Der kommt bald hier hin. Das heißt, ich habe dann 3 Bildschirme für Streaming optimal, fürs Produzieren optimal. Für den habe ich gezahlt 210 Euro oder 190 Euro. Ich glaube 190 waren es, wo er im Angebot war. Bin echt mega zufrieden und ich finde die Farbe auch ziemlich geil in Weiß. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, welche Bildschirme ihr benutzt. Jetzt haben wir schon mal mein Keyboard, Tastatur, Maus und Bildschirme. Kommen wir weiter zu meinem Herzstück, meinem Audio-Interface, und zwar das Focusrite Scarlett 2i4. Gibt es leider so nicht mehr zu kaufen. Es gibt jetzt nur die neue Version. Brauche ich jetzt persönlich nicht. Also ich müsste jetzt nicht auf das Neueste upgraden, sondern mir reicht es. Ich habe hier viele Funktionen. Ich kann damit alles produzieren, alles abhören. Ich kann hier Mikrofon anschließen. Ich kann hier ein Instrument anschließen. Ich kann vorhören. Also was halt ein Audio-Interface so mit sich bringt. Gezahlt habe ich, lasst mich kurz schauen, 170, 175 Euro. In sowas investiert man halt einmal und man hat es echt Jahre. Also ich werde mir jetzt auch kein neueres kaufen oder größeres, weil für die Sachen, was ich brauche oder für die Projekte, wo ich damit arbeiten will, reicht mir das. Das heißt, ich habe mein Mikrofon, ich kann noch eine Gitarre anschließen. Ich hätte hier auch noch eine Gitarre, ich habe hier im Eck noch eine Gitarre. Also 170, 175 Euro geht voll klar. Bin mega zufrieden. Ich glaube, ich habe dazu auch mal ein Video gemacht. Falls ihr auf der Suche nach einem Audio-Interface seid, schaut mal bei Focusrite vorbei oder auf Thomann vorbei, besser gesagt. Die haben ab und zu ein paar geile Angebote. Ich filme schon wieder 20 Minuten. Das heißt, ich habe wieder viel zum Schneiden. Wo machen wir weiter? Machen wir mit meinen Monitorboxen. Ich besitze die KRK, die habt ihr wahrscheinlich eh schon gesehen. Rocket 6 in der G3, also dritte Generation. Ich bin immer noch zufrieden, bin aber am Überlegen, ob ich mir neue Boxen holen soll. Ob ich es mache, weiß ich noch nicht. Falls, bekommt ihr das ja eh hier auf meinem Kanal mit. Wie gesagt, ich habe mir die gekauft für EDM-Tracks, für EDM-Remixe. Ich habe es auch hier nochmal ein bisschen verfeinert mit ein paar Sticker.
Anschlüsse, gut, brauchen wir auch nicht weiter reden. Läuft alles, wie gesagt, in mein Audio-Interface da hinten. War nur das Problem, da der Tisch so groß ist, dass ich ein zu kurzes Kabel hatte. Deswegen musste ich mir ein neues Kabel kaufen, was auch so lang ist. Hat aber jetzt funktioniert. Jetzt hätte ich fast den Preis vergessen. Pro Box habe ich 190 Euro bei Thomann gezahlt, also 380 für beide. Ist echt ein guter Preis, war auch nicht im Angebot. Also ich finde den Preis für die Qualität echt super. Und weil wir schon hier sind, Freunde, ich habe hier Kabelsalat, das meine ich aber nicht, sondern ich habe hier noch Monitorständer, nennen sich die. Und zwar habe ich mir die gekauft bei Amazon oder eBay, ich weiß es nicht mehr. Haben gekostet, jetzt muss ich kurz schauen, 25 pro Stück, glaube ich, oder 27 pro Stück. Finde ich geil mit dem Dreieck hier unten. Geiles Design auf jeden Fall, alles aus Metall. Sieht auch ziemlich chillig aus und wie gesagt, für 25, 27 Euro geht voll klar. Schuhe sind natürlich auch wieder am Start, Freunde. Wo machen wir weiter? Hier, kleines Schmuckstück. Aventone Mix Cube, 300 Euro. Hätte ich mir jetzt nicht unbedingt kaufen müssen, aber wollte ich mal ausprobieren und bleibt jetzt auch erstmal hier stehen. Ist halt so Luxus-Gadget, Luxus-Equipment, sage ich mal, aber zum Produzieren reichen aktive Monitorboxen. Egal von KRK, Yamaha, JBL oder was es gibt, da muss jeder selber wissen. Also wie gesagt, 300 Euro. Dann weiter zum Mikrofon. Das war das erste Mikrofon, was ich mir mit YouTube-Einnahmen gegönnt habe. Ich weiß, man redet eigentlich nicht über Geld, aber ich habe dafür bezahlt, jetzt muss ich kurz schauen, 180 Euro. Jetzt denken sich bestimmt viele, boah, ist schon teuer für ein Mikrofon, es gibt doch so viel andere. Ja, dabei war aber, wie gesagt, Mikrofon, Tasche, Mikrofonspinne, also die Halterung sozusagen, ein Absorber oder ein Pop-Up-Schutz und ein XLR-Kabel. Ich glaube, das ist sogar das hier gewesen oder ich habe das ausgetauscht. Ich weiß es nicht mehr. Damit nehme ich auch meine Tutorials oder irgendwelche Reaction-Videos auf. Also ich bin echt zufrieden. Bevor ich mir dieses Mikrofon gekauft habe, hatte ich, ich lasse es hier oben stehen, ein Aunamic 900B. Und warum zeige ich euch das jetzt? Ganz einfach, Freunde. Mich hat ein Zuschauer von euch angeschrieben. Hey Luis, kannst du mir ein gutes Mikrofon empfehlen? Und ich kann jedem von euch, der jetzt irgendwie anfangen will mit YouTube-Videos abdrehen, das heißt, ihr braucht ein Mikrofon oder ihr wollt Stimme recorden, das heißt Stimme aufnehmen, kauft euch für den Anfang das Aunamic 900B. 80 Euro, Freunde. Qualität so pervers. Und ihr habt sogar ein blaues LED-Licht im Mikrofon verbaut. Ich finde es echt mega geil. Es hat mich lange in meinem Studio begleitet. Jetzt, wie gesagt, ausgetauscht. So, weil wir schon beim Mikrofon sind, Freunde, machen wir gleich mal weiter mit dem Mikrofonarm. Wie gesagt, ich habe zwei Stück. Einmal für Livestreams, für die Kamera und einmal dieses hier für mein Mikrofon. Bezahlt habe ich, glaube ich, pro Stück 15, 20 Euro. Und es gibt auch Mikrofonarme von Rode direkt. Die kosten 40, 60, 80 Euro sowas. Brauche ich persönlich nicht. Hier dieser Mikrofonarm, ich weiß nicht mal von welcher Marke der ist, ich glaube No Name. Alter, ich bin schon bei 25 Minuten, 26 Minuten. So, ich muss mich beeilen, Freunde. Kopfhörer habe ich euch gezeigt in meinem Video. Könnt ihr gerne nochmal abchecken. Kleines Unboxing, kleiner erster Test. Hier Biodynamic DT 770 Pro. Gezahlt habe ich, Moment, wo steht's? 118 Euro, also knapp 120 Euro. Gibt's auf Amazon, Thomann, keine Ahnung wo, müsst ihr einfach mal in Google eingeben. Mega zufrieden, jeder der produzieren will, kauft euch diese Kopfhörer. Ohne Scheiß, Leute, ich bin so geflasht, was das für eine Qualität ist. Ich weiß, 120 Euro ist viel Geld für einen Kopfhörer, aber wenn ihr mal überlegt, AirPods kosten auch 140 Euro, 145 Euro. Die sind natürlich auch gut, kaufen sich auch viele, aber falls ihr Studio-Kopfhörer braucht, greift zu Biodynamic DT 770 Pro, am besten 80 Ohm Variante, nicht so wie ich, 250 Ohm Variante. Wen es noch interessiert, hier mein Gaming Headset bzw. mein Skype Headset, 15 Euro, von Sharkun auch, das heißt die gleiche Marke wie von der Tastatur, reicht vollkommen, nutze ich aber nicht mehr, weil ich ja alles wie gesagt über die Biodynamic mache und mit meinem Mikrofon, deswegen steht es eigentlich nur oder hängt es eigentlich nur als Deko da. Und weil wir gerade dabei sind, Kopfhörerhalter hat gekostet 15 Euro oder so, echt mega zufrieden. Jetzt kommen wir auch langsam dem Ende nahe, sage ich mal. Wir haben jetzt noch zwei Sachen, drei Sachen, genau, vier Sachen. Ich muss mich echt beeilen. Elgato Stream Deck Mini habe ich gekauft für, Moment, wo steht's? Geil, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ich glaube 80 Euro war es im Angebot, habe ich mir
mal gegönnt. Benutze ich ehrlich gesagt gar nicht so oft, wie ich es gedacht hätte. Ich wollte das Ganze eigentlich für YouTube-Streams einbauen, für irgendwelche Sachen einblenden. Muss man echt nicht haben. Aber es macht Spaß, mit dem zu arbeiten, deswegen nur das Mini gegönnt. Ich habe hier zum Beispiel einmal FL Studio, OBS, YouTube, Google und Twitch Stream. Die sechste Taste ist sogar noch frei, also 80 Euro. Weiter geht's hier oben an der Decke. Meine Absorber. Es ist lange noch nicht fertig, wie ihr sehen könnt. Es werden noch einige Scheine aus meiner Tasche fliegen, weil ich noch gut viele Absorber brauche, weil in jedem Paket, was ich mir bestelle, sind 16 Stück drin. Ich kann euch mal kurz zeigen, wie viel ich aktuell verbaut habe. Also wenn man hier reinkommt, sieht das Ganze so aus. Das heißt, hier hinten fehlt noch. Ich wollte eventuell auch bis ganz hintergehen, die Wand zu lassen. Das heißt, wird mich noch ein paar Euronen kosten. Also das Ganze hat mich gekostet 220, 260 Euro. Ich weiß es echt nicht mehr, Freunde. Ich habe hier hinten auf der Couch auch noch welche rumliegen. Die muss ich auch noch bekleben oder an die Wand kleben. Genau, also 220, 260 Euro. Dann Studiolichter habe ich auch 20, 25 Euro bezahlt. Keine Ahnung, sind so fette Schinken. Machen auch das, was sie machen sollen. Das heißt, mich beleuchten, wenn ich irgendwelche Videos drehe. Und ja, jetzt kommen wir eigentlich zum neuesten und zu meinem Herzstück, mein PC. Haben mich auch viele gefragt, was ich dafür bezahlt habe. Insgesamt 1000 Euro, also 980 Euro mit den ganzen Sachen. Ich habe mir ja vom Kollegen den zusammenbauen lassen. Er hat für mich die Sachen bestellt. Ich habe ihm die Kohle gegeben. Er ist so wunderschön. Ich kann die Farbe ändern, wie ich will. Macht, was es soll. Und damit würde ich jetzt sagen, Freunde, ich beende auch das Video. Ich habe jetzt genug zum Schneiden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr supportet mich weiter so wie die letzten Wochen, Monate, Jahre auf diesem Kanal. Apropos, FL Studio kommt auch noch dazu. Ich weiß nicht, kann man das zum Producer-Setup dazu rechnen? Eigentlich schon 160 Euro, glaube ich, für die FL Studio Version, also FL Studio Producer Edition habe ich 160 Euro bezahlt. Ach ja, Freunde, und in der Woche, wo ich jetzt kein Video hier hochgeladen habe, habe ich mir mal ein paar Gedanken machen können. Und zwar, ich bin gerade in so einer Situation, wo ich nicht mehr 100% zufrieden bin, was hier auf meinen YouTube-Kanal kommt. Tutorials, Reaction-Videos und so weiter wird es weiterhin geben, also da wird sich nichts verändern. Ich werde jetzt auch wieder regelmäßig Videos produzieren. Aber es wird sich ein bisschen was verändern, und zwar habe ich mir einfach mal Gedanken drüber gemacht, was macht mir Spaß, was will ich überhaupt machen, mache ich das überhaupt für mich oder wisst ihr, was ich meine? Und da bin ich auf den Entschluss gekommen, einfach Videos zu drehen, die mir Spaß machen, und da gehört einfach Zocken dazu. Ich zocke zwar nicht viel, aber wenn ich zocke, kann ich das Ganze ja mit euch teilen. Das heißt, es kann passieren, dass hier ein paar Gameplay-Videos kommen oder wir zocken einfach mal eine Runde Warzone im Livestream, und ihr könnt mir gerne eure Meinung dazu schreiben. Der eine oder andere wird dann vielleicht meinen Kanal verlassen, ist auch überhaupt kein Problem, aber ich habe einfach gemerkt, ich will den Weg gehen, wo mir Spaß macht, und das machen, was mir Spaß macht. Und da gehört Zocken und Real Life, das heißt draußen unterwegs mit dem Flo oder irgendwas erleben. Keine Ahnung, das gehört einfach hier in meinem Leben dazu. Und das Ganze kann ich auch auf YouTube mit euch teilen, und deswegen würde ich sagen, Leute, danke fürs Zuschauen, gerne eine Bewertung dalassen. Ich hoffe, das Video ist nicht allzu lang geworden. Was im nächsten Video kommt, keine Ahnung, seid gespannt. Wir sehen uns, Freunde, und bleibt gesund. Ciao.